Wir sind heute am Weltspartag vor der Sparkasse in Leipzig. Wir sind hier, weil sich hier eine Geschichte zugetragen hat, von der man eigentlich nicht denkt, dass sie so passieren kann, erst recht nicht bei einem öffentlich-rechtlichen Institut. Und wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass Menschen endlich die Zinsen bekommen, die ihnen zustehen. Was ist passiert? Jahrelang hat die Sparkasse Leipzig, aber auch zahlreiche andere Sparkassen in Deutschland die Zinsen falsch berechnet. Sie haben eine falsche Zinsanpassungsklausel bei Prämiensparverträgen verwendet und so dafür gesorgt, dass Menschen weniger Geld erhalten haben, als ihnen eigentlich zusteht. Das sagen nicht nur wir, sondern das sieht auch eher die Finanzaufsicht BaFin so und im Fall der Sparkasse Leipzig hat dies vor kurzem sogar der Bundesgerichtshof bestätigt. Doch statt nun endlich darauf zu reagieren und den Menschen ihre Zinsen zu geben, zögert und zaudert die Sparkasse Leipzig, aber auch viele andere Institute. Es wäre an der Zeit, dass die Menschen endlich ihre Zinsen bekommen. Und um hier den Druck zu erhöhen, haben wir uns mit dem Geldratgeber Finanztipp und der Verbraucherzentrale Sachsen zusammengeschlossen, um klar zu sagen, zahlt endlich die Zinsen, und zwar an alle Kundinnen und Kunden.